Das ist die verkehrssichere Radwegestruktur im Bereich der Raiker Straße. Hier ist ein Fraktionsantrag vorliegend, Fraktion AfD. Die AfD hat auch einen Setzungsantrag. Herr Laczynski wird beides entsprechend behandeln. Bitte sehr. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Der Antrag hat jetzt doch schon einen etwas längeren Bart. Auslöser dafür war letztendlich der tödliche Verkehrsunfall der Radfahrerin auf der Raiker Straße im Januar 2020 gewesen. Damals gab es ja eine Vielzahl von Vorschlägen, wie man das Ganze hätte verhindern können. Einerseits wurden da Fußgängerampeln vorgeschlagen, die letztendlich dem Radfahrer, dem linksabbiegenden Radfahrer nicht wirklich geholfen hätten, da er trotzdem auf der Straße gestanden hätte. Es wurde vorgeschlagen, Tempo 30 dort einzuführen, wo eigentlich nicht nachvollziehbar ist, was das bringen soll, weil wenn sich schon jemand nicht an Tempo 50 hält, wird er sich auch nicht an Tempo 30 halten. Und weiterhin wurde natürlich auch angeführt, dass man dort schleunigst Radschutzstreifen errichten soll. Mir sind allerdings keine Radschutzstreifen bekannt, die auch Linksabbieger schützen, und deswegen wäre auch das nicht zielführend gewesen. Unser Vorschlag zu diesem Ereignis, da diese Gegend ja wirklich dafür prädestiniert ist, da ja noch sehr viele Freiflächen dort existieren, ist, dass man parallel zur Raiker Straße einen Radweg anlegt und dort quasi den Radverkehr entlang führt, damit sich Radfahrer und Autofahrer nicht gegenseitig ins Gehege kommen. Denn ganz allgemein kann man eigentlich sagen, überall dort, wo sich Radfahrer und Autofahrer nicht die Straße miteinander teilen müssen, überall dort besteht auch keinerlei Gefahr für Radfahrer. Auch das Fahrradfahren an sich wäre wesentlich stressfreier, wenn man eben nicht permanent die Angst hat, dass der Autofahrer hinter mir gerade schläft und den Radfahrstreifen übersieht und mich wegmäht. Deswegen sind wir der Meinung, dass die physische Trennung des Radverkehrs vom Hauptstraßennetz überall dort auch stattfinden sollte, wo es möglich ist. Ich hatte es ja gerade schon erwähnt, gerade in diesem Gebiet ist es sehr gut möglich, aus dem einfachen Grund, wir haben dort eine Vielzahl von Straßen, wir haben die abgerissenen Plattenbauten, wir haben dort Straßen, die eigentlich ins Nichts gehen und auch durchs Nichts führen, und eigentlich wäre diese Gegend prädestiniert dafür, den von Herrn Kühn oftmals geäußerten Netzwerkgedanken tatsächlich mal umzusetzen, nämlich ein dediziertes Radwegenetz in Dresden, insbesondere in Raik, zu schaffen. Ja, letztendlich sehe ich hier aber auch einen Kritikpunkt am eigentlichen Radverkehrskonzept, weil es ja tatsächlich so ist, dass das Radverkehrskonzept darauf ausgerichtet ist, dass man überall dort, wo das Hauptstraßennetz für den Autoverkehr ist, einfach Radwege draufbaut, was automatisch quasi zu Verteilungskämpfen und Konkurrenzkämpfen führen muss, was so eigentlich nicht wirklich sinnvoll ist. Und wie gesagt, deswegen in diesem Zuge sind wir auch der Meinung, dass man ohnehin mal sich das Radverkehrskonzept nochmal genauer anschauen sollte. Der Vorschlag ist ja derzeit im Geschäftsgang, das Ganze zu überarbeiten, und das würden wir natürlich dann auch dementsprechend unterstützen. Letztendlich haben wir hier, da der Beschlusspunkt 1, den wir in unserem Antrag bereits gefordert haben, ist ja mit dem eben beschlossenen Bebauungsplan schon weitestgehend sogar umgesetzt. Letztendlich geht es hier aber auch darum, dass man Stichstraßen in die Wohngebiete führt, damit dieser neue Radweg nicht in der Luft hängt. Bedeutet, der fängt irgendwo an, er endet irgendwo, aber eigentlich wohnt dort niemand und man hat kaum eine Möglichkeit, dorthin zu gelangen. Deswegen wollten wir hier auch noch prüfen lassen, wie die Wohngebiete mit diesem Radweg verbunden werden können. Und das am besten kreuzungsfrei. Ja, das böte sich durchaus eine Tunnellösung an. Eine Tunnellösung würde natürlich etwas Geld kosten. Aber wie gesagt, was ist die Sicherheit im Radverkehr wert? Das müssten wir uns dann hier die Gedanken machen. Und deswegen haben wir hier den Vorschlag eingebracht. Und weiterhin natürlich diesen bereits jetzt in Planung befindlichen Radweg. Wie erweitert man diesen, dass man tatsächlich hier vielleicht auch eine durchgehende Radwegeverbindung vom Dresdner Südosten, also von Heidenau aus, bis in das Zentrum schafft? Und hier sollen Überlegungen angestellt werden, Überlegungen, die übrigens nicht im Radverkehrskonzept enthalten sind, wie man hier eine Radverkehrsverbindung in nahezu Luftlinie schaffen kann. Und deswegen bitten wir um Zustimmung zu diesem Änderungsantrag. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir steigen ein in die Fraktionsrunde. Beginnt die CDU-Fraktion. Herr Böhm, bitte.
Sehr geehrter Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Grundsätzlich sollte uns allen mehr Verkehrssicherheit, ob für Fahrradfahrer oder Fußgänger und auch für Autofahrer, ein wichtiges Anliegen sein. Auf den Unfalltod, worauf dieser Antrag beruht, hat der Kollege von der AfD ja schon hingewiesen. Nun ist es so, dass dieser Antrag tatsächlich schon Jahresringe hat und so lange im Bereich der Verwaltung und auch immer wieder zurückgestellt wurde, dass mittlerweile das Problem, soweit es ursprünglich aufgegriffen wurde, das heißt erledigt nicht, aber zumindest im Planungsbereich ist. Nun ist der Antrag schon mehr oder weniger inhaltlich doch sehr stark geändert worden. Wir hatten, als wir diesen Antrag im Bauausschuss diskutiert, doch darum gebeten, den Antrag ein Stück zurückzustellen, um diesen Antrag ein Stück weit gemeinsam mit anderen Radverkehrsanträgen, die immer noch nie alle behandelt worden sind, und gemeinsam insbesondere mit dem Radverkehrskonzept zu behandeln. Das wollte die Antragstellerin nicht oder die Antragsteller, und dann kam es da zu einer Ablehnung. Ich würde jetzt hier, da hier so viele neue Punkte aufgeworfen worden sind, beantragen, den Antrag wieder zurück in den Ausschuss zu verweisen, um dort nochmal inhaltlich drüber zu sprechen. Ansonsten wird es hier heute eine Ablehnung von uns geben. Obwohl, wie gesagt, viele Punkte dabei sind, über die man durchaus reden müsste und könnte und insbesondere dann im Zusammenhang mit dem Radverkehrskonzept. Wie gesagt, ich beantrage oder empfehle Rücküberweisung in den Ausschuss. Vielen Dank. Hier ist ein Geschäftsordnungsantrag angekündigt zur Rückverweisung in den Ausschuss. In der Fraktionsrunde, Fraktion Die Linke, verzichtet dann die SPD-Fraktion, bitte, Herr Engel. Ja, sehr geehrter Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, wir können ja den Antrag gerne mal einfach und auch den vorliegenden Ersetzungsantrag mal Punkt für Punkt durchgehen. Die Forderung, einen Radweg parallel zur Bahntrasse zu schaffen, von der Reisgiestraße bis zum Haltepunkt Raik, die ist bereits vollständig in den Bebauungsplänen der Verwaltung, im gerade beschlossenen 399, im, glaube ich, auch im Geschäftsgang befindlichen 398c und 398b drin. In all diesen Bebauungsplänen ist ein 5 Meter breiter Geh- und Radweg südlich der Bahntrasse bereits enthalten. Dieser Punkt hat keinerlei Substanz mehr. Das macht die Verwaltung schon, das hat die Verwaltung auf dem Schirm. Das wird sicherlich im Rahmen der Entwicklung des Wissenschaftsstandorts Ost dann auch entsprechend berücksichtigt. Weiterhin ist ja die Forderung hier erhoben worden, nochmal eine Wegeverbindung vom Wohngebiet Keutschgraben in Richtung dieser Trasse auch zu schaffen. Es ist so, dass bei einem der Bebauungspläne wir auch, ich weiß nicht, ob es im Umwelt- oder im Bauausschuss war, auch mal die Nachfrage gestellt haben, ja, vom Keutschgraben in Richtung des Haltepunkt Raik soll es auch nochmal eine entsprechende Wegeverbindung auch geben. Das ist tatsächlich offenbar auch schon von der Verwaltung so geplant. Dann kommen wir noch zum Thema Radschnellwege. Es ist so, dass die Verwaltung ja den Fraktionen, die sich dafür interessieren, im Herbst letzten Jahres auch mal die Planung zum Thema Radschnellwege etwas umfassender auch vorgestellt hat und erste Grundüberlegungen, in welche Richtung es denn gehen könnte. Und ohne da jetzt ins Detail zu gehen, auch dieser Korridor wurde da selbstverständlich mit betrachtet, aber es gibt ja durchaus Überlegungen in Richtung Pirna, einen entsprechenden Radschnellweg auch zu schaffen, auch in Bezug auf die Landesplanung, die es da gibt. Allerdings ist es so, dass die Verwaltung da eher gerade noch den Korridor leicht nördlich davon präferiert, weil der die Siedlungsschwerpunkte etwas besser erschließen würde. Sprich, im Ergebnis bleibt eigentlich von dem Antrag dann gar nicht mehr so viel übrig, beziehungsweise eigentlich fast gar nichts. Zu Ihren grundsätzlichen Ausführungen, was so Trennung von Radverkehr anbelangt, naja, so einfach ist es dann, glaube ich, doch nicht. Also wenn man sich anschaut, wie Radverkehrsunfälle stattfinden, dann hat das oftmals auch damit zu tun, dass Radfahrerinnen und Radfahrer lange Zeit verdeckt sind, zum Beispiel hinter schönen Baumreihen irgendwie so einen separierten Weg haben und dann plötzlich in Kreuzungsbereichen auf den Autoverkehr treffen und dort dann sehr große Konfliktlagen auch entstehen. Also das muss man dann schon ein bisschen differenzierter betrachten, deswegen kann ich da Ihre Einschätzung an der Stelle nicht teilen. Und ja,
Dementsprechend sehe ich jetzt hier an sich relativ wenig Substanz, sehe auf den ersten Blick auch nicht so wirklich, was wir da im Bauausschuss nochmal groß machen sollen und würde tatsächlich an dieser Stelle einfach nochmal die Verwaltung bitten, den eigentlichen Titel des Antrags vielleicht nochmal näher zu beleuchten, also wie es bei der Reikerstraße eigentlich als Radroute gerade ausschaut, weil davon weichen wir hier ja mittlerweile inhaltlich ein bisschen ab, aber vielleicht ist es für die Öffentlichkeit ja von Interesse, was da gerade so die Überlegungen der Verwaltung sind bezüglich dieser Straße. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir denken nochmal drüber nach, inwieweit Kollege Kühn dazu etwas sagen sollte, weil natürlich die Frage der Titel des Antrags keine Erfindung der Verwaltung ist, aber fürs öffentliche Debatte und zur Verständlichkeit im Livestream würden wir nach der Fraktionsrunde aus Sicht der Verwaltung kurz etwas dazu sagen. In der Fraktionsrunde FDP-Fraktion, Freie Wähler, Bündnis 90 Grüne. Dann ist die Fraktionsrunde durch, was grundsätzlich heißt, es wäre über den Geschäftsordnung einen Antrag auf Zurückverweisung abzustimmen. Ich würde aber gern Kollegen Kühn an dem Punkt noch für eine kurze Erläuterung das Wort geben. Ja, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, ich hatte im zuständigen Fachausschuss darauf hingewiesen, dass gegenwärtig Planungen für die Einordnung von Radverkehrs, also von Fahrradstreifen, im Zuge der Reikerstraße zwischen Reiskystraße und Garmigstraße geplant werden. Das ist die Maßnahme 633 des Radverkehrskonzeptes. Es gibt auch für die Reiskystraße selber mit einer Maßnahme, die im Radverkehrskonzept die Nummer 617 trägt, eine Maßnahme, die da im Zusammenhang steht. Es ist schon angesprochen worden in der Debatte, Wissenschaftsstandort Ost, insbesondere der Bebauungsplan 398, wird eine Verkehrsfläche vorgehalten für einen bahnparallelen Radgehweg. Hier ist natürlich dann im Weiteren die Frage der Grundstücksverfügbarkeit und auch insbesondere bahnrechtliche, aber auch umwelt- und wasserrechtliche Themen zu bearbeiten. Aber vom Prinzip her ist diese Fläche erstmal für den Zweck Radverkehr vorgesehen und ist auch schon in der Debatte gesagt, es gibt Untersuchungen für die Radschnellwegeverbindungen. Stichwort Machbarkeitsstudie für den Korridor Dresden-Heidenau-Pirna. Ich habe dazu nächste Woche auch ein Gespräch mit dem SMWA. Wir müssen ja da die Planung mit unseren Gemeinden im Umfeld abstimmen und natürlich auch mit dem SMWA. Und hier ist eben auch diese Korridorbetrachtung schon erfolgt. Und insofern ist auch das Thema Radschnellwege an der Stelle auch tangiert. Soweit. Vielen Dank, Herr Kollege. Dann kommen wir zum Geschäftsordnungsantrag auf heutige Vertagung und Zurückverweisung in den Fachausschuss. Ich bitte Sie um das Handzeichen, wenn Sie diesem Geschäftsordnungsantrag Ihre Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Enthaltung? Das ist bei 31 Ja-Stimmen, 29 Nein-Stimmen ohne Enthaltung so bestätigt. Damit ist die Vorlage für heute vertagt und in den Ausschuss zurückverwiesen. Wir